Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear. Metal Gear Solid, natürlich. Ja. Okay, da war ja eine Chef Grenade. Wir machen weiter, ne? Wir haben im letzten Part Sniper Wolf besiegt. Ja. Endgültig. Spoiler. Wenn ihr die Folge guckt und die letzte gesehen zu haben, ist es nämlich dumm. Also von daher werde ich das ja wohl sagen dürfen. Und wir machen jetzt weiter. Willst du mich verarschen? Wir machen jetzt weiter. Und die Frage aller Fragen ist natürlich... Nee, weiß ich nicht. Was wollte ich gerade sagen? Ich frage mich echt, wann der Diskwechsel kommt, weil wir haben schon mehr als die... Wirklich? Ist ja geil. Gerade drüber gesprochen. Wann kommt eigentlich der Diskwechsel? Okay, Metal Gear Solid, legen Sie Disc 2 ein. Ja, das machen wir natürlich ganz schnell so hier. Diskwechsel. Wenn soll Disc 2, bitte. Hiermit schaltet das System auf Disc 2. Und wenn das Spiel keine Eingabeaufforderung... Was? Wenn vom Spiel keine Eingabeaufforderung erscheint, können Sie möglicherweise nicht weiterspielen. Möchten Sie mit dem Vorgang vorfahren? Ja. Bitte. Ja, Start, überprüfe. Ich hoffe, der hat es eben gespeichert oder so, nicht? Dass sie jetzt kommt so... Kacke. Aber anscheinend nicht. Ah, sehr schön, okay. Oh mein Gott, kommt etwa andere Musik? Snake hat, okay. Das sieht gerade aus, wenn Snake keinen linken Arm mehr hätte. Das ist schön. Oh mein Gott. Oh mein! Oh mein Gott. Hier wird doch eigentlich... Metal Gear gebaut, oder nicht? Hat man das nicht in Zwischensequenzen gesehen? Oder verwechsel ich hier gerade schon wieder alles? Ich möchte es nicht ausschließen. Ja, ne? Scheiße, ich war zu weit. Knack. Ist doch echt doof. Wow, ist einfach keiner. Ich wollte cool sein. Fußballstellung. Hier ist eh keiner mehr. Doch, da drüben ist einer irgendwo. Ach, da oben. Ach, der ist nur mal kurz hochgekommen. Der wollte nur mal kurz Hallo sagen. Da unten ist ein Item für mich, glaube ich. Ist ja jetzt die Frage, wie ich nach unten komme, ne? Alter, wie voll Lava ist. Das ist ganz cool. Momentchen mal. Was? Aha. Boah. Oh. Das ist ja gemein. Aber irgendwie auch cool. Das war eine lohnenswerte Sterbesequenz. Boff. Snake! Snake! So, dann werde ich jetzt den Typen noch einmal gescheit von hinten ausschalten. Das ist halt echt ein bisschen doof. Ich muss halt hinter ihm stehen bleiben. Aber wenn ich wirklich so einmal antippe, ne? Manchmal macht dann Snake hier den hier. Manchmal geht er einfach 50 Meter weit dabei. Ist ein bisschen... bisschen nervig. Ja, bist du bekloppt, Snake. Was machst du da? Aha. Ich finde es ein bisschen nervig, dass Snake immer so lange stehen bleiben muss. Farmers. Wie komme ich denn jetzt nach unten, wenn ich mal fragen darf? Gibt es hier einen Weg von offizieller Seite oder muss ich mich irgendwie runterschummeln oder sowas? Oh nein. Oh, okay. Ich hab's verstanden. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Fühlt sich schön, wie die Füße einfach da vorüberragen eigentlich. Oh. Das ist aber doof. Gehst du auch wieder weg? Du bist gemein.
Boah, jetzt muss ich mich echt so blöd vorbeischleichen, oder? Ach du heilige Kacke. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Ich geh jetzt einfach hier lang, ey. Kann mich mal. Erstmal, ich will mal ausprobieren hier gerade. Nee, okay, ich kann nicht im geduckten Zustand das machen. Der fährt aber nur hin und her, kann das sein? Oder dreht er sich auch irgendwie? Komme ich da auch irgendwie vorbei? Darf ich das? Ach so, natürlich. Okay, ich hab's verstanden. Ich habe nach oben gedrückt. Warum? Okay, er hat einfach losgelassen. Einfach so. Oh. Ey, so langsam wird's, ist es nicht mehr lustig. Oh, ey, fuck mich doch jetzt nicht ab, ey. Ja, ja, ist okay, Mann. Jetzt lass mich einfach hier rein, bitte. Geh bitte weg. Fahr nicht in meine Richtung oder sowas. Dankeschön. So. Ich muss das Ding irgendwie rüberfahren. Ich hoffe, das funktioniert. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Ich hoffe nicht, ich muss es öfter machen, ey. Da habe ich aber keine Lust drauf. Tick, 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 tick. Ich finde das immer schön, wie ich die Sounds mittlerweile nachmache. So, komm. Cool. Okay, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Gott, sind hier viele Rationen. Was soll denn das? Gehst du jetzt da oben drauf gerade, der Kerl? Oh ja, ist er wirklich. Na, ja, okay. Das war fies. Dann hätte ich gerne das hier. Bam. Oh. Das war nicht so klug, Mann. Bäh. Geh ich halt runter. Was kostet die Welt? Oh mein Gott, der Herzschlag. Scheiße. Ja, genau, geh du mal wieder hoch. Das finde ich gut. So, jetzt muss ich aufpassen. Ah, ich habe Angst. Ja, natürlich. Mann, das ist doch dumm. Wieso fällt man da so leicht? Oh, das ist doch kacke. Das macht doch keinen Spaß. Oh. Sei doch mal ruhig, ey. Halt doch mal einfach für 2 Minuten deine scheiß Schnauze, ey. Mein Gott. Oh, ey, das ist doch doof. Ja, bestimmt macht mir gerade mal so maximal keinen Spaß. Oh, das ist aber knapp. Ja, okay, ich habe mich bewegt. Ich habe es mit dem Schleichen einfach noch nicht raus. Ich versuche es gar nicht mehr, das Spiel auf Schleichen zu spielen, glaube ich. Ich glaube, ich lasse es einfach. Das hat eh keinen Sinn. Evasion. Ja, ist doch okay, Mann. Ist doch okay, Mann. So. Hier unten jetzt einfach nicht lang. Was ist hier? Ich wette, ich sterbe auch, wenn ich hier reingehe.
mir sehr suspekt aus. Verstehe, was das Spiel jetzt gerade von mir will. Scheint nur ein Bonusraum zu sein, wa? Hä? Kann ich das irgendwie aufsprengen oder so? Oh. Nö. Kann ich denn wieder unter... Achso. Ja. Manchmal ist der offensichtliche Weg der richtige. Oder so. Ich finde es gerade nicht so geil, dass hier scheinbar irgendwo... Ja, die Dinger da oben sind. Genau. Aber... Oh, Body Armor. Oh, das ist aber cool. Ach so, das war auch das Item, was ich da oben eben gesehen habe wahrscheinlich, ne? Ah, cool. Die gab es ja auch in den anderen Metal Gear Spielen. Dann rüste ich die, soll ich mal ausrüsten? Wo ist es denn? B-Armor. Cool, sicherweise verwendet das Kuh in lebenswichtige Organe treffen. Sehe ich auch anders aus jetzt? Tatsächlich. Nettes Detail. Hat sich der Weg doch gelohnt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt unterwegs sterbe, des grausamen Todes. Boah, ich muss nicht mal die Karte ausgerüstet haben. Das ist ja ein Luxus. Es wäre echt nett, wenn das Spiel jetzt einen Savepoint gesetzt hat. Aber die Frage ist halt... Oh mein Gott. Will ich die Body Armor haben oder will ich die Ration ausgerüstet haben? Es könnte mal passieren, dass ich ein bisschen verrecke. Tut mir leid. Sonst hier oben ist. Sonst ist hier oben aber auch nichts. Gehen wir mal runter, wa? Bestimmt bekommt es irgendwie einen Bosskampf hier drauf oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Oder so ein Quatsch. Ich bin gut, ne? Dip, dip. Dann nehmen wir mal die Farmers. Ich kann auch einfach. Oh. Moment, ich mach das anders. Ich mach es mal. Mann, ey! Leute, ich hab. Okay, der eine ist runtergefallen. Er hat ein Item gedroppt. Der runtergefallen ist. Oh. Bleib mal stehen. Ja, das war wirklich. Knack. Boah, dieses Knackgeräusch. Das ist richtig böse einfach nur. Also richtig schön so. Knack. Ganz leicht nur. Knack. So ungefähr. Und dann ist er tot. Wow. Übertreib mal nicht. Hallo. Dann nehmen wir halt hier, ne? Komm. Was kostet die Welt? Woo! Ich hab doch so viele davon. Wo muss ich lang? Ah. Oh Gott, muss ich noch einen Fahrstuhl... Oh. Muss ich dieselbe Scheiße nochmal machen, wa? Allerdings Munition, die muss ich mir kurz holen. Obwohl ich die wahrscheinlich sowieso wieder aus, Genick brechen werde, aber das macht ja nichts. Farmers Bullet. Ich bin ja auch wirklich am Überlegen derzeitig, ne? Ich weiß es noch nicht so ganz, ob ich Metal Gear Solid 2 direkt danach mache. Das wäre aber irgendwie auch ein bisschen zu viel des Guten, oder? Weil ich meine, Metal Gear 1 2 habe ich ja direkt hintereinander gemacht, weil ich mir dachte, ja, komm... Und dabei ist jetzt nicht so lange Spiele und so, habe ich die 8-Bit-Spiele schon mal hinter mir. Ich habe halt total Bock drauf. Ich werde mal gucken. Oh oh. Raben. Vulcan Raven ist hier. Das ist natürlich jetzt nicht so geil.
erstmal Sit-Ups machen. Dann falle ich vielleicht gar nicht auf. Ich frage mich ja, ob Hideo Kojima damals schon bei Metal Gear 2, beziehungsweise bei Metal Gear 1 und 2 so die Ideen für die ganzen Story, für die ganze Story hier so hatte. Für sowas wie Metal Gear Solid 1. Und ob er damals einfach nur gewartet hat vielleicht. Darauf, dass die Technologie besser wird. Snake, ich muss Ihnen etwas über Naomi Hunter sagen. Was ist mit dir? Hört uns niemand zu? Keine Sorge, der Monitor ist aus. Okay. Was ist los? Ich war auch beim FBI, wissen Sie? Das wusste ich nicht. Worum geht's? Dr. Hunters Geschichte über ihren Hintergrund. Dass ihr Großvater ein Assistent Hoovers beim FBI war. Ja? Und dann undercover gegen die Mafia in New York ermittelte. Ja, was ist damit? Gelogen. Alles erfunden. Was bin gut, sagen ne? Sie? Es hat mich wirklich beschäftigt. Warum würde sie lügen? Sie lügt? Sie könnte eine Spionin sein. Lächerlich. Hören Sie, ein Grundschüler könnte das als Lüge erkennen. Edgar Hoover, der damalige Leiter des FBI, war ein erwiesener Rassist. Sagte Naomi nicht, ihr Großvater wäre Japaner gewesen? Ja. Damals gab es keinen einzigen asiatischen Ermittler. In den 50ern hatten die Undercover-Mafia-Operationen noch nicht einmal begonnen. Sie begannen 1960 in Chicago, nicht New York. Aber... Denken Sie mal nach. Die mysteriösen Tode des Chefs und des Präsidenten, dieser Ninja. Zu viele seltsame Dinge, die da passieren. Sie glauben, Naomi könnte dahinter stecken? Ich weiß nicht. Entweder das oder sie arbeitet für die Terroristen. Ist das möglich? Sobald ich etwas weiß, melde ich mich. Seien Sie vorsichtig. Interessant. Oh oh. Ich spüre doch, wie ich jetzt gegen Vulcan kämpfen muss. Und ihn endgültig töten muss. Irgendwie nehme ich immer letzten Session habe ich glaube ich auch... Ne, da habe ich nur 2 Folgen aufgenommen, ne? Jetzt nehme ich schon die dritte auf. In der letzten Folge bin ich immer richtig müde, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil ich letzte Nacht so 2-3 Stunden geschlafen habe, weil ich wieder nicht einschlafen konnte. Okay, 2-3 Stunden ist ein bisschen sehr wenig. War schon ein bisschen mehr. Aber... Ich habe wirklich nicht viel geschlafen. Aber es macht nichts, weil ich habe jetzt eine Woche frei, bis die nächste Klausur kommt. Das ist sehr schön. Nikita Missile Ration. Ja, ja, okay, Bosskampf kommt. Ja. Ist die Frage, ob ich den noch machen will. Ich werde wahrscheinlich sowieso scheitern erstmal, von daher können wir es ja ruhig mal ausprobieren, ne? Los, Vulcan. Ich weiß, dass du da bist. Du fetter Klops. Willkommen, Kassan. Ich bin deine Endstation. Ist das nicht so, meine Freunde? Die stimmen ja. Ach du Scheiße. Mr. Freeze. Viele Leute denken, sie führen lediglich der Natur das zurück, was nicht mehr gebraucht werden kann. Manchmal greifen sie sogar verwundete Füchse an. Warst du im M1-Panzer? Musst du jemanden deiner Größe ganz schön eng sein. Das war doch kein Kampf. Hat er gerade wirklich gefragt, ob er da im Panzer war? Ist gefällt. Hat er auch sogar gesehen, oder nicht? Du bist ein echter Krieger. Na dann. Ich bin gelähmt. Der Rabe hat dich dem Tode geweiht. Blut aus dem Osten fließt in deinen Adern. Ah, deine Vorfahren wuchsen in den kargen Ebenen der Mongolei auf. Alaskische Indianer und Japaner sind Cousins. Wir teilen viele Vorfahren, du und ich. Ich habe keine Krähen im Stammbaum. Du scherzest. Doch in der Tat sind Raben und Schlangen nicht die besten Freunde. Doch du wirst ein würdiger Gegner sein. Du lebst auch in Alaska. Hast du von der Eskimo-Indianer-Olympiade gehört? Ja, kenne ich. Du bist wohl ein richtiger Champion im Muktuk-Essen. Ja, da hast du recht. Aber auch in einer anderen Disziplin rage ich hervor. Sie heißt Ohrenziehen. 2 Gegner einander in bitterer Kälte an den Ohren. Ein Test,
der geistigen wie auch der physischen Kräfte eines Mannes. Ich soll dich an den Ohren ziehen. Die Form ist anders, der Geist derselbe. Freue dich, Snake. Unsere wird eine glorreiche Schlacht sein. Das ist nicht glorreich, es ist einfach nur töten. Wir treiben nicht Sport. Wir werden sehen, was hinter deinen Worten steckt. Okay, wenn er eine Schwachstelle hat, ist es wahrscheinlich sein Ohr. Oh mein Gott, okay. Dann wollen wir mal nochmal einen kleinen Versuch wagen, obwohl ich eigentlich auch noch Pause machen könnte, einfach noch eine Folge aufnehmen könnte, weil ich habe echt Bock drauf, das Spiel ist geil. Mein Gott. Es ist tatsächlich eines dieser wenigen Spiele. Okay, es funktioniert jedenfalls, dass ich raufböllere. Das ist nicht sehr erfolgreich, was ich hier mache. Das wollte ich gerade machen, das war Absicht. Okay, dann werde ich in der nächsten Folge mal versuchen. Schön, wenn er noch auf meiner Leiche raufballert. Ich glaube, ich werde mal versuchen, mit längeren Gegnern abzuballern. Ich glaube, das ist in den Gängen ganz sinnvoll. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und in der nächsten Folge werden wir Vike und Raven plätten. Hoffentlich. Ich muss gerade mal gucken. Da war eine Ration, ne? Ist jetzt respawned. Kann ich mir unendlich Rationen farmen, vielleicht? Ja. Naja, ungefähr. Gut, dann bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Metal Gear Solid. Tschüss!